Dr. Michael Persinger ist ein kognitiver Neurowissenschaftler und Professor an der Laurentian University Sudbury in Ontario. Der Wissenschaftler kam aufgrund seiner Forschung zu der Überzeugung, dass Telepathie auf globaler Ebene nicht nur theoretisch möglich ist, sondern dass sie in nicht allzu entfernter Zukunft auch Realität werden könnte. Nach Persinger, und das scheint noch unglaublicher, werden wir Zugang zu unserer Vergangenheit erhalten und alles enthüllen können, was bislang im Verborgenen geblieben ist. Seine Forschungen werden kontrovers diskutiert und erhalten nicht die gewünschte Unterstützung, weil anscheinend viele Interesse daran haben, dass die wissenschaftliche Entdeckung nicht publik gemacht wird. Auf der einen Seite fühlt sich die herrschende Elite bedroht und befürchtet, dass all ihre Geheimnisse veröffentlicht werden. Und auf der anderen Seite würde unsere ganze manipulierte Geschichte ans Tageslicht kommen. Wir wissen, dass die Geschichte in vielen Fällen nicht mit den archäologischen Funden übereinstimmt und wir würden erfahren, was viele wirtschaftliche, politische und religiöse Institutionen bislang im Verborgenen gehalten haben. Obwohl Persinger niemals behauptet hat, dass Gott nicht existiert, sind seine Ergebnisse doch sehr umstritten, weil sie die Grundlage, auf der die meisten Weltreligionen aufgebaut sind, in Frage stellt. Letzteres ist vielleicht einer der Gründe, warum seine Forschung nicht so einen großen Anklang findet und angezweifelt wird. Persinger sagt, die Existenz Gottes ist im Grunde irrelevant. Die Art, wie wir Gott definieren, ewig und unendlich, ist eine leere Hypothese. Man kann sie nicht beweisen. Mit das Wichtigste an seiner Forschung ist die Erkenntnis, dass eine starke Korrelation zwischen dem Erdmagnetfeld und dem menschlichen Gehirn besteht. Bis zu einem Punkt, bei dem das Magnetfeld ständig mit dem menschlichen Gehirn in Verbindung steht und sogar Einfluss auf unsere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen nimmt. Laut der Quantenphysik ist dies reziprok, da unsere Emotionen und Gedanken die Erde heilen oder krank machen können. Aber Persingers Forschung ist weitaus umfangreicher und obwohl es wie Science Fiction scheint, weist alles darauf hin, dass das Erdmagnetfeld die gesamte Information jedes menschlichen Gehirns im Laufe der Geschichte speichern und übertragen kann. Das heißt, wir könnten alle Geheimnisse unserer Vergangenheit kennenlernen. Und nicht nur das, wir würden die ganze Wahrheit unserer Gegenwart erkennen. Wir wüssten dann, was unsere Politiker wirklich denken. Wir würden die Täuschungen der Pharmaindustrie, der Banken aufdecken. Die Menschheit hätte keine Geheimnisse mehr. Persinger hat nachweisen können, dass innerhalb des Magnetfeldes der Erde alle menschlichen Gehirne vernetzt sind und sich dieses Feld teilen, als wären sie durch ein Kabel verbunden. Zudem bekräftigt er, dass dort das Leben aller Menschen, die jemals auf unserem Planeten existiert haben, gespeichert ist, das heißt die gesamte Geschichte der Menschheit. Jedes Gehirn generiert ein Aktivierungsmuster aus Neuronen, das die Informationen weiterleitet. Laut der Studie erreichen dann nach etwa 10 Minuten die ausgesendeten Informationen die anderen menschlichen Gehirne. Die Forschungsstudien belegen, dass die Informationen in Träumen oder veränderten Bewusstseinszuständen aufgenommen werden und das vor allem, wenn die rechte Gehirnhälfte dominant ist. Selbst eine geringe geomagnetische Aktivität hat Einfluss auf unseren Körper. Wir fühlen uns entspannt und ruhig. In diesem Zustand wird die Verbindung zwischen zwei Gehirnen bzw. allen anderen menschlichen Gehirnen erleichtert. Das würde vielleicht erklären, warum Menschen den Tod eines Verwandten wahrnehmen können, selbst wenn sie meilenweit voneinander entfernt sind, oder warum wir, nachdem die Hypnose uns in einem Zustand der tiefen Entspannung versetzt hat, auf unsere Erinnerung oder die anderer Menschen zugreifen können. Diese Untersuchung begann in den 1960er Jahren im Maimonides Medical Center in New York. Verantwortlich dafür waren die beiden Ärzte Allman und Krippner, die diese Studien über Jahre durchführten. Sie wollten beweisen, dass Traumtelepathie möglich ist, dass Menschen die Fähigkeit besitzen, von zufällig ausgewählten Objekten zu träumen, das heißt zum Beispiel Fotografien oder Filmen ihren Träumen telepathisch zu übertragen. Die Experimente liefen über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren, in dem es einen telepathischen Sender und einen telepathischen Empfänger gab, die sie vorher nicht kannten. Für das Experiment wurden sie in getrennten Räumen untergebracht. Kurz vor dem Zubettgehen konnten sie sich dann das erste Mal sehen. Der Sender sollte in seinem Zimmer einen Umschlag öffnen und sich ein Bild oder eine Zeichnung vor dem Schlafengehen anschauen. Viele der Empfänger haben dann von diesem Bild geträumt. In einer der Sitzungen telepathischer Experimente
wurde den Testpersonen eine Abbildung des Gemäldes School of Dance von Edgar Degas vorgelegt. Das Motiv zeigt mehrere junge Frauen während des Tanzunterrichtes. Laut Krippner war in den Traumprotokollen der Empfänger folgende Sätze zu lesen wie: Ich war in einer Klasse mit einem halben Dutzend Leuten. Es sah wie eine Schule aus. Oder: Es gab ein Mädchen, das mit mir tanzen wollte. Das Ergebnis des Experiments zeigte eindrucksvoll, dass man die Träume anderer Menschen beeinflussen kann. Etwas wirklich Faszinierendes, das beweist, dass alle Menschen miteinander verbunden sind. 1970 führten Krippner und Allman ein weiteres Experiment durch. Bei einem Rockkonzert wurde eine große Gruppe von Menschen ausgewählt, die eine Nachricht telepathisch senden sollten. Dabei wurde den Probanden ein Film über einen Adler, dem mythologischen Phönix und diversen anderen Vögeln gezeigt. Zur selben Zeit spielte die Rockband das Lied If You Want to Be a Bird. Bei diesem Experiment nahmen 5 telepathische Empfänger teil, die sich dafür freiwillig gemeldet hatten. Den Testpersonen wurde mitgeteilt, wann sie eine Botschaft gesendet hatten bzw. wann sie die Botschaft erhalten würden. Einer der Empfänger sagte, es hat etwas Mythologisches, so wie ein Greifvogel oder ein Phönix. 3 von ihnen sahen eine Schlange, Trauben und Flammen. Der 5. Teilnehmer war Richie Havens, ein bekannter amerikanischer Sänger. Er sagte, er habe eine Gruppe Seemöwen, die über das Wasser flogen, gesehen. Das bedeutet, dass von den 5 Teilnehmern 2 Personen die korrekten Bilder empfangen haben. Das ist schon ein sehr guter Schnitt. Auch dieses Experiment demonstriert eindrucksvoll, dass wir Menschen im Traum telepathisch kommunizieren können. Obwohl die Rolle des Bewusstseins und sein Einfluss auf unsere physische Welt seit vielen Jahren untersucht wird, war es der Öffentlichkeit bis vor kurzem nicht bekannt. Heute versuchen immer mehr Wissenschaftler der Welt das große Potenzial der Menschen zu zeigen und dass die Verbindung, die wir mit unserem Planeten und dem Universum haben, etwas Reales darstellt und nicht nur reine Theorie ist. Unter anderem wurde bewiesen, dass, wenn wir 2 zusammengehörige Elektronen haben und 1 auf die eine Seite des Universums schicken, das andere sofort reagieren wird, ungeachtet der Distanz, die zwischen ihnen existiert. Auf diese Weise wird aufgezeigt, dass wir wirklich mit allem verbunden sind. Auf der anderen Seite wurden Remote-Viewing-Experimente durchgeführt, bei denen Personen trainiert wurden, auf bestimmte Informationen zuzugreifen, die mehrere Kilometer entfernt waren. Der Bewusstseinsforscher Ingo Swann war Mitbegründer des Remote-Viewing. Diese Form der Fernwahrnehmung wurde unter anderem von dem US-Geheimdienst CIA mitgefördert. Swann hat das geheime Stargate-Projekt mitentwickelt, das 1978 von der Defense Intelligence Agency, DIA, eingeführt wurde. Dieses Projekt untersuchte, inwieweit die psychischen Fähigkeiten der Fernwahrnehmung auf den militärischen und nachrichtendienstlichen Bereich angewendet werden kann. Remote Viewing ist eine entwickelte Technik, die es ermöglicht, unabhängig von Zeit und Raum, Ereignisse, Orte oder Informationen, die hunderte oder sogar tausende Kilometer entfernt sind, gedanklich wahrzunehmen. Zudem erlangten sie durch diese Technologie die Fähigkeit, auf vorhandene Informationen aus dem Erdmagnetfeld zuzugreifen. Auch Sigmund Freud machte sich darüber Gedanken. Nachdem er die Auswirkungen der Telepathie auf das psychoanalytische Denken analysiert hatte, untersuchte er die Beziehung von Traum und Telepathie während des Schlafens. Und Carl Jung glaubte zweifellos an die Kommunikation durch einen Traum. Nikola Tesla sagte, an dem Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, die nicht physischen Phänomene zu studieren, wird es mehr Fortschritte in einem Jahrzehnt geben, als in allen vergangenen Jahrhunderten ihrer Existenz. Und das scheint sich zu bewahrheiten. Dr. Pürsinger glaubt, dass es eine Verbindung zwischen der Erdoberfläche und der Ionosphäre gibt. Die Frequenz einzelner Schwingungen des Erdmagnetfeldes beträgt 7,8 Hertz, genau wie Teile unseres menschlichen Gehirns. Was würde passieren, wenn wir die ganzen Informationen der Weltbevölkerung hätten, aller 7,5 Milliarden Menschen, und dann auf alle Ereignisse und Informationen aus der Vergangenheit und der Gegenwart zugreifen könnten? Das wäre das Ende aller Geheimnisse, Täuschungen und Manipulationen. Es wäre der Beginn einer neuen Welt.